Es gibt eine neue Meldung im, man könnte es wahrscheinlich mittlerweile als Streit bezeichnen, im Streit zwischen der Lufthansa und der noch recht jungen Laudamotion. Und das sollte uns Grund genug geben, um uns die ganze Situation nochmal etwas genauer anzuschauen und uns ein bisschen darüber zu unterhalten. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und gestern machte ein Satz so ein bisschen die Runde. Und zwar geht es darum, dass die von der Lufthansa angemieteten Niki-Flugzeuge, die jetzt für Laudamotion unterwegs sind, dass die jetzt an die Lufthansa zurückgehen und bald für Eurowings fliegen werden. Das ist ein Satz, in dem erstens eine ganze Menge Airline-Namen stecken, zweitens aber auch eine ganze Menge interessante Informationen und auch die ein oder andere wirklich interessante Geschichte. Und um genau das jetzt zumindest einigermaßen gut verstehen zu können, gehen wir nochmal einen großen Schritt nach hinten. Dafür müssen wir nicht die komplette Air Berlin-Pleite wieder von vorne nach hinten aufdröseln, aber wir sollten uns wenigstens... angenehm ruhige Wohngegend. Also, um das Ganze jetzt einigermaßen gut verstehen zu können, gehen wir nochmal einen Schritt nach hinten, müssen das aber nicht alles noch einmal aufdröseln, sondern wir machen uns einfach nochmal bewusst. Wir führen uns einfach nochmal vor Augen, wo eigentlich die Flugzeuge der aktuellen Laudamotion-Flotte herkommen, woraus die Laudamotion-Flotte zurzeit besteht. Die Airline betreibt zum aktuellen Zeitpunkt 19 Flugzeuge. Das sind unter anderem die neuen Airbusse, auf denen wirklich Laudamotion draufsteht, beziehungsweise die die Laudamotion-Lackierung tragen, was ja eine halbe Air Berlin-Lackierung ist. Und die weiteren 10 Flugzeuge kommen vom 75% Anteilseigner Ryanair. Das sind wirklich ganz normale 737-800 dieser Fluggesellschaft und da steht auch nichts von Laudamotion drauf. Das bedeutet, dass der Teil der Flotte, auf den wirklich der Name Laudamotion draufsteht, das sind die neuen Airbusse, die Laudamotion von der Air Berlin / von Niki übernommen hatte, nachdem die Lufthansa diese Flugzeuge bereits nach der Air Berlin-Pleite gekauft hatte. Ja, und das wird jetzt irgendwie ziemlich interessant, das muss man immer noch mal dazu sagen, weil das bedeutet ja unterm Strich, dass wenn diese neuen Flugzeuge weg sind, dass man dann theoretisch eine österreichische Fluggesellschaft mit 10 Ryanair-Flugzeugen betreibt. Und das sollte eigentlich verboten werden. Allein, dass seit ziemlich genau einem Jahr diese Airbusse der Lufthansa gehören, aber in halber Air Berlin-Bemalung mit einem Laudamotion-Schriftzug drauf Leute in den Urlaub fliegen. Und das ist schon kriminell genug und da haben wir noch nicht mal mit den 5-Euro-Tickets angefangen. Aber ich habe gerade erst das neueste Video von den Jungs von Global Traveler TV gesehen und die waren da auch in einem A320 der Eurowings unterwegs. Der war eigentlich aber noch in der mehr oder weniger halben Air Berlin Etihad-Lackierung unterwegs. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wie dem auch sei. Der Streit war ja eigentlich mittlerweile schon auf allerhöchstem Kindergartenniveau angekommen. Denn das, was wirklich dann die Öffentlichkeit von diesem Streit, von dieser Auseinandersetzung mitbekommen hat, das war ja wirklich mehr als lächerlich. Denn das, was wirklich dann bei uns ankam, wir wissen nicht, was alles im Hintergrund bereits lief, aber das, was bei uns ankam, war eigentlich, dass Laudamotion ja quasi von der Lufthansa Flugzeuge anmietet, weil die Lufthansa die Flugzeuge mittlerweile gekauft hatte, diese aber nicht in ihrer eigenen Fluggesellschaft bzw. in ihren Fluggesellschaften einsetzen darf. Dazu die Dinger dann zu marktüblichen Konditionen, hieß es, an die Laudamotion abgeben bzw. vermieten muss. Das heißt, Laudamotion muss auf jeden Fall für diese Flugzeuge Geld bezahlen. Das ist eine ganz klare Sache. Lufthansa aber behauptete jetzt an dieser Stelle, dass die Laudamotion mehrfach Zahlungen, die sie monatlich hätten leisten müssen, nicht nachgekommen sei. Aus dem Grund wolle man jetzt den Vertrag kündigen und diese neuen Flugzeuge zurück zur Lufthansa holen. Ryanair und Laudamotion-Chef fühlten sich natürlich alle beide sofort richtig groß angegriffen. Und man hat natürlich selber überhaupt nichts falsch gemacht. Stattdessen forderte man im gleichen Atemzug die Lufthansa dazu auf, doch endlich mal die noch ausstehenden Zahlungen eines Wet-Lease-Abkommens mit der Eurowings, da muss man auch erstmal ganz kurz drüber nachdenken, dass es überhaupt möglich ist, dass für Laudamotion eingesetzte Flugzeuge, die der Lufthansa gehören, von der Lufthansa-Tochter Eurowings quasi wieder angemietet werden. Boah, dafür muss die Eurowings dann Geld an die Laudamotion zahlen und diese Zahlung, die hätte man wohl auch nicht geleistet. Also hier will jeder von dem anderen Geld und das hat wohl keiner gezahlt. Ein ziemliches Durcheinander und von heute auf morgen konnte das natürlich nicht mal eben so durch einen Richter geklärt werden. Aus dem Grund wurde der Gerichtstermin, bei dem dann eine Lösung festgestellt werden sollte, in den November verschoben. Das ist noch eine ganze Weile hin. Aber jetzt kommt für uns die überraschende Nachricht, die Lufthansa wird die neuen Flugzeuge zurückbekommen. Und zwar in einem Zeitraum zwischen dem 31.12.2018 und dem 30.06.2019.
In diesen 6 Monaten wird Laudamotion die Flugzeuge dieser neuen Airbusse sukzessive wieder an die Lufthansa abgeben. Die Maschinen gehen dann tatsächlich an die Eurowings, weil trifft sich ja ganz gut, die können die ganz gut gebrauchen. Eurowings fliegt seit Monaten am Limit, denn man hatte ja knapp 70 Flugzeuge aus der Air Berlin Pleite übernommen. Das hat aber ewig lange gedauert, man konnte die dazu übernommenen Slots nicht richtig gut bedienen, beziehungsweise war die ganze Zeit ohne Reserve unterwegs. Das, ja, früher oder später sorgt das für eine ganze Menge Flugausfälle und Flugverspätungen. Da trifft es sich doch ganz gut, wenn man jetzt endlich doch noch diese neuen Flugzeuge in die Flotte integrieren kann. Und außerdem ist es interessant, weil wir dann wahrscheinlich einen A321 in Farben der Eurowings sehen werden. Interessant ist die Situation aber auch deswegen, weil Laudamotion ja jetzt, ich betone das ganz gerne nochmal, tatsächlich alle Flugzeuge abgeben wird, auf denen zum jetzigen Zeitpunkt Laudamotion überhaupt draufsteht. Da ist es schon fast ein bisschen komisch, dass man jetzt so still und heimlich ganz leise so nebenbei sagt, ja gut, könnt die Flugzeuge doch haben. So nach dem Motto, entweder die Lufthansa ist einfach viel zu mächtig und wer weiß, wo da irgendwie wohin Geld geflossen ist. Oder aber Laudamotion hat es hier unterm Strich einfach verbockt und wusste, dass sie bei dem Gerichtstermin im nächsten Monat keine Chance haben wird. Also macht man es sich jetzt einigermaßen einfach. Aber dann wiederum hätte man es wahrscheinlich nicht in dieser Form öffentlich gemacht, wenn man da nicht noch so ein bisschen was in der Hinterhand hätte. Also, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass Laudamotion sich darum kümmert, dass man bald neue Laudamotion Flugzeuge, neu in Anführungszeichen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber dass man dann neue Airbusse in Laudamotion Bemalung von neuen Leasinggebern sehen wird. Weil auf kurz oder lang wollte Laudamotion diese neuen Airbusse eh loswerden. Wenn sie jetzt ein gutes Angebot bekommen haben für neue Flugzeuge, was Gutes gefunden haben, warum auch nicht? Dann aber hoffentlich auch wirklich in der eigenen Laudamotion-Bemalung. Und wenn wir dann den Ankündigungen vertrauen können, die Laudamotion in den letzten Monaten gemacht hat, dann sehen wir im nächsten Jahr, im Jahr 2019 wahrscheinlich 18 eigene, komplett eigene Laudamotion-Flugzeuge. Wir dürfen also gespannt sein und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Thema. Was wir uns unterm Strich jetzt erstmal merken müssen, ist, dass die Lufthansa, was auch wiederum wirklich interessant ist, dass die Lufthansa jetzt über Umwege ein Jahr später tatsächlich auch diese neuen Flugzeuge, die aber symbolisch irgendwie, finde ich, einen total großen Wert haben, dass die Lufthansa diese neuen Flugzeuge jetzt auch noch übernehmen kann. Was eigentlich ja total gegen das geht, was da vor ein paar Monaten, vor einem Jahr ungefähr, noch gesagt wurde. Aber gut, wir stecken da nicht drin, wir wissen nicht, was da genau im Hintergrund abgelaufen ist. Ihr dürft gerne Vermutungen in den Kommentaren abgeben. Ich freue mich sehr darüber, das zu lesen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Das soll es für heute gewesen sein. Hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und dann, ja, bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.